Das ist eine LF-Abnormality. Wie soll ich das denn machen? Diesmal blaues Nun. Jetzt werden wir echt mal sehen, was es ist. Heute läuft alles wie am Schnürchen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, Tag 33. Wir haben erneut eine, ja, unbekannte Anomalie, Abnormality. Und wir wissen auch noch nicht immer, also immer noch nicht, wie wir mit ihm hier oder ihr hier umgehen sollen. Ja, wir können leider kein Sephira, also keine Core Suppression angehen. Deswegen würde ich sagen, beginnen Management. Obwohl, sollten wir vielleicht noch mehr Leute heiraten? Das wäre vielleicht noch eine Frage. Oder ein paar Leute ummodellieren? Ich meine, wie sieht es denn hier aus mit den Leuten aus dem Information Team? Das ist, oder hier oben haben wir auch wahrscheinlich, naja, hier oben... Hier aus dem Control-Team können nirgendwo anders hin. I don't really know. Christopher könnte woanders hin. Christopher könnte vielleicht weiter runter. Den packen wir mal hier ins Central Command Team. Und dafür packen wir Anthony. Oder Anthony nicht. Das ist noch nicht. Die sind beide noch nicht Justice Level 5 geworden beim letzten Mal. Das ist ein bisschen doof. Was ist denn mit Susan? Susan kann dafür hier ins Disciplinary Team. Weil wir jetzt auch drei Abnormalities haben. Das heißt, Christopher kommt einfach mal nach unten. Oder Anthony kommt nach unten, ist vielleicht besser. Und hier oben können wir vielleicht dann irgendwen... Julian könnte auch bald mal runter. Warte mal, wie war das nochmal hier unten bei der Abnormality? Da brauchen die mindestens... Also Prudence Level 5. Und Temperance Level 4. Und dann können sie Justice leveln. Das heißt... Julian wird dafür in Frage kommen. Das heißt, Julian stecken wir auch mal hier runter. Und dann könnten wir Justin auch hier runter stecken. Nee. Julian kommt hier runter. Und dafür kommt Michaela auch noch ins Disciplinary Team. Und Julian benötigt aber eine andere Ausrüstung. Und zwar benötigte Julian die Ausrüstung, die nicht Susan trägt, sondern Michaela. Das heißt, Julian bekommt die. Julian? Du bist Prudence nicht... Du bist Prudence Level 5. Aber du bist generell nicht Level 5. Ah, das ist problematisch. Was hätten wir denn sonst noch für eine, um sicher zu gehen, dass sie da nicht durchdreht? Vielleicht die von Paulinus. Die würde auch noch in Frage kommen, wenn sie die denn tragen kann. Das geht. Das heißt, Paulinus muss eine andere bekommen. Ja, Paulinus, was kann der denn für eine Rüstung anziehen? Wir haben halt auch noch hier die von Melting Love. Ja, nehmen wir die, warum nicht? Michaela braucht jetzt, glaube ich, noch eine andere Rüstung. Oder Michaela kann einfach wieder ihre Rüstung anziehen. Das ist ja erstmal egal. Gut. Und dann könnten wir noch einige vom Control-Team runter ins Information-Team ziehen. Oder von hier vielleicht getauscht. Weil ich glaube, die Leute müssen hier alle noch ein wenig Attachment leveln, ne? Also vor allen Dingen hier Noah... Und Olive können hier rüber und dafür können hier oben welche, die Fortitude erleveln müssen, runter ins Training Team. Ja, ich glaube, so ist das erstmal ganz gut aufgestellt. Ich will ja auch nicht zu wenig Leute in einem Team haben. Eugene. Was muss Eugene noch leveln? Justice und Temperance auch. Ja, der könnte eigentlich auch hier rüber. Dann tauscht er mal den Platz mit Corbinian. Okay. Beginn Management. So, gucken wir doch als allererstes mal, was haben wir hier. Es ist eine Freude, wie immer, solche Monstrositäten zu sehen. Und wir wissen, es ist eine Elf-Schwierigkeit. Das heißt, es wird auch wahrscheinlich eine Katastrophe in jedweder Hinsicht. Ja, und hier unten beim Magical Girl müssten wir gucken, dass wir irgendwie... Wir machen erstmal ein Instinkt. Ist irgendwas Besonderes? Ja gut, das ist hoch, aber es ist nichts very high, ne?
Nee. Das heißt, Paulinus wird einen Instinct machen und wir schauen mal, was da so abgeht. Dann können wir die Work Success Rate noch ein bisschen erhöhen. Hier drüben muss Bia wieder ein Attachment machen. Mika kann zu ihrem Zug wandern und hier können wir ein bisschen Repression machen bei den Leuten, die es noch nicht so hoch haben. Das heißt, Anthony kann hier hin und zu dem Ding hier kann Julian. Weil das ist, glaube ich, nicht schlimm, ne? Weil es ist halt auch auf Level 1 kommen. Und sie müssen halt nur Prudence Level 4 haben. Und Temperance Level 3. Gut. Ansonsten wollen wir natürlich 3 random Employees erschießen. Und dann können wir auch mal gucken, ob wir mit einer Bulle direkt 2 aushebeln können. Sind das 2 oder sind das sogar 3 übereinander? Ich glaube, es sind nur 2. Gucken wir doch einfach mal. Zack und zack. Ja, damit haben wir 3 weg. So, ansonsten... Ich habe keine Ahnung, was man bei dem Ding hier macht. Ich würde einfach mal auf Instinct vermuten. Und der Höchste mit Instinct... Wer hat denn auch die beste Rüstung? Die beste Rüstung hier hat Michaela. Sie hat zwar nicht so einen hohen Instinct, aber sie hält am meisten aus. Also viel Spaß, Michaela. Wenn es weißen Schaden macht, sollte das überhaupt kein Problem sein. Alles andere ist so... Ja. Macht schwarzen Schaden, aber das, da kriegt sie auch nur die Hälfte von. Sie hält es auf jeden Fall aus. Und Instinct scheint immerhin okay zu sein. Für eine LF-Schwierigkeit auf jeden Fall. Mika nimmt schon mal den Zug. Und hier beim Magical Girl können wir die Escape Informations unlocken und schon mal die ersten Guidelines. Die da heißen, when the work result was normal, the Clifford Counter lowered with a normal probability. Das heißt, normal ist nicht mal unbedingt schlimm. Wir hatten letztes Mal anscheinend nur Pech. Aber normal probability ist, glaube ich, weiß nicht, ist das 50-50? Ist das ein bisschen mehr? So, wie sieht es hier oben aus? Gutes Ergebnis. Viele Punkte. Und es bleibt auch drin. Ja, ich glaube, Guidelines bei einer LF Abnormality sind ganz gut, vor allen Dingen, da wir direkt 4 Stück anlocken können mit so einem Ergebnis. When Maxime dialed while working with T0175, the Clifford Counter lowered. Ja gut, das wollen wir generell nicht. When a wounded employee entered the containment unit, the Clifford Counter lowered. Also müssen wir darauf achten, dass sie immer voller AP haben und am besten auch voller SP. When the work result was bad, the Clifford Counter decreased. Ja, das ist irgendwie simpel. When 10 employees die inside the facility, the Clifford Counter will lower. However, deaths caused by execution bullets were not recognized. Schon wieder so einem. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir alle aus dem fucking Dings-Team hier mit Execution Bullets umbringen. Das können wir uns jetzt überhaupt nicht mehr erlauben, dass Employees sterben. Das ist irgendwie kacke. Naja. So, wir sind in einem Meltdown. Das heißt, es können erstmal direkt wieder 3 Employees hier sterben. Es ist auch keiner infiziert bis jetzt. Das heißt, ja. Vielleicht können wir uns ja beeilen. Wo ist denn der Meltdown? Oh, unsere neue Abnormality ist ja wunderbar. Instinct hat gerade so gut funktioniert. Michaela, dann mach das doch nochmal. Ich möchte doch kein anderes Risiko eingehen, bis wir sicher gehen können. Ja, dass wir nicht irgendwie was anderes machen können. Punishing Bird, du wirst wahrscheinlich sowieso ausbrechen. Aber Frank, kümmere dich einfach mal drum. Ich weiß nicht, war es das? Hier oben kann ja sowieso nichts mehr passieren aus dem Information Team. Ich glaube, das war's. Ich sehe jedenfalls sonst nichts. Und wenn wir bei dem Ding jetzt noch 12 Punkte erreichen könnten, oder, naja, im Idealfall, wobei, ich lasse es mal lieber in Ruhe. Das wird bestimmt noch mal in Meltdown gehen, diese Runde. Dann können wir da die Punkte sammeln. Instinct läuft hier jetzt eher mittelmäßig, aber trotzdem kriegen wir einige Punkte zusammen. Das ist immer noch ein gutes Ergebnis. Ja, weitere Guidelines würde ich erstmal sagen. Wir haben ja erstmal Instinct, was anscheinend ganz gut zu laufen scheint. So, Guideline Nummer 5. While T0175 is escaping, it will show sensitive reactions to corpses. During suppression, ensure that no one dies due to the abnormality. If casualties do happen, try to keep T0175 away from the dead.
Das ist eine LF-Abnormality, wie soll ich das denn machen? T0175 Suppression could not be completed on the previous level. You must be very careful to prevent any death inside the section where T0175 is located. After other entities spawned from T0175's main body while escaping, reducing its HP to zero did not fully suppress it. T0175 will only be quelled by attacking the main body after continuously reducing its HP and defeating the other spawned entity. Ach du Scheiße. Wir müssen so hart darauf aufpassen, dass keine anderen Employees oder sonst was hier stirbt. Was haben wir uns für eine Katastrophe da reingeholt, ganz ehrlich. Naja. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier noch ein bisschen leveln. Ja, und da ist schon mal einer gestorben drüben. Und da wird wahrscheinlich jetzt gleich ein zweiter sterben, wenn wir uns nicht ganz schnell beeilen und Leute irgendwo reinschicken. Eieieiei. Das war's. Wo ist der andere Employee? Nevermind, er ist tot. Da ist Daubt. Dia, du kannst dich direkt um beides gleichzeitig kümmern. Und wir wollen auch alles möglichst schnell hier suppressen. Ganz, ganz dringend. Wobei Mika nicht. Mika muss das hier machen. Daubt ist hier oben. Daubt macht ja roten Schaden. Das heißt, das ist eine Bullet. Kümmert euch bitte einfach schnell um Daubt. Das wird ansonsten nicht sehr lustig. Oh, die kämpfen da gegeneinander. Das ist ja optimal. Warum? Auf wen ist Punishing Bird sauer? Lauf, bitte, Frank. Frank, lauf ganz schnell hier hoch. Zucker, lauf ganz schnell hier hoch. Ihr habt Daubt angegriffen. Wir haben Daubt angegriffen, nicht Punishing Bird. Justin, lauf auch. Wir haben ein Problem mit Punishing Bird. Hier oben ist noch jemand, der bekämpft wird. Safety Team, ihr könnt euch ja darum kümmern. Haben wir sonst noch irgendwo eine Daubt-Entität? Ich glaube nicht, aber hier ist eins von den Dingern, um das sich... Ja, ich muss jetzt einen Blick auf Punishing Bird halten. Ich weiß nicht, auf wen er angepisst ist, aber du und Frank... Geh mal da aus dem Weg. Ich brauche Frank als Ziel. Lauft einfach davor weg. Oh, da ist noch ein Daubt. Oh, und es sind hier einige Leute gestorben. Naja, immerhin müssten jetzt drei tot sein vom Dings. Und das kommt gleich auch schon direkt nun. Daubt ist jetzt immerhin besiegt. Ihr geht mal bitte zurück nach unten. Und wir hoffen uns alle, dass Punishing Bird sich gleich beruhigt. Weil ansonsten kriegen wir ein Riesenproblem hier. Mika, benutzt nochmal die Maschine hier. Mika, du solltest bitte auch da warten. Oh Gott, hier drüben geht noch mehr Party ab. Was ist denn hiermit los? Das unsere Central Command Team einmal bitte da drauf stürzen. Ich glaube, Punishing Bird geht zurück in Richtung... Ja, okay, Punishing Bird ist zurück in seiner Zelle. Alles gut, es hat sich alles geklärt. Ihr könnt alle zurück nach Hause. Der sieht nicht happy aus. Der sieht alles andere als happy aus. Ich lasse den mal lieber in Ruhe. Ja, ich würde sagen, jetzt versuchen wir mal lieber ganz schnell den Tag zu beenden. Also wo auch immer jetzt gleich nun kommt, wir müssen uns ganz schnell darum kümmern und es darf kein Employee mehr sterben. Warum bleibt Mika nicht in ihrem Gang? Mika! Hol dir dein Ticket ab! Und bleib in deinem Gang. So, lass es nun kommen. The Harmony of Skin. Mika, schnapp dir nochmal den Zug. Dann sehen wir direkt, wo sie ist. Ich sehe nichts rot leuchten. Doch, hier unten. Direkt bei Mika. Was grundsätzlich nicht schlecht ist. Weil da haben wir direkt zwei Teams, die sich darum kümmern können. Und ich glaube, hier ist kein random Employee. Hey.
So, und wo sind jetzt unsere Freunde hin? Hier ist auf jeden Fall einer. Dann haben wir hier drüben einen, um den sich Dia kümmern kann. Und hier einer, wo sich das Central Command Team drum kümmern kann. Und ich glaube, das war's, oder? Es sind immer nur drei, die da rauskommen. Gott, ihr steht alle so dicht daneben. Ist da was? Execution Bullets. Ich danke euch für eure Hilfe, aber ich danke auch für euer Opfer. Das Ding hat sich irgendwie beruhigt, mehr oder weniger. Aber ich möchte trotzdem nichts riskieren. So, wir kommen noch zu einem Meltdown und wir hoffen, dass es nichts Gefährliches ist, beziehungsweise dass wir sonst schnell die Punkte zusammentragen können. Damit wir keine Probleme hier bekommen. Okay, es ist das Ding hier unten, ist völlig in Ordnung. Paulinus machen einen Instinct, das Magical Girl ein Attachment von... Ja, Christopher ist eigentlich angebracht, ne? Der kann Attachment noch ein bisschen leveln. Ja, hier unten das Ding. Ich vergesse immer, was ich hier machen muss. Attachment anscheinend. Oder Insight? Oder Repression? Repression war das, ne? Repression mit Low. Von Gregory, der hat das eigentlich sonst immer ganz gut gemacht. Hier oben sind tatsächlich zwei, aber Dia kann einmal kurz das benutzen und danach zum Teddybären. Letizia kann, da kann Asuka hin, der Spuk muss benutzt werden von Mika. Und damit haben wir schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind anscheinend alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier oben ist noch einer, 8. Ja, ein Insight von irgendwem. Was war denn beim Teddybären nochmal, was man machen musste? Das war Attachment anscheinend. Ja, und damit ist der Workday auch completed. Und wir beenden den auch mal, bevor noch irgendetwas passiert. Proceed to next day, yes. Und dann würden wir sogar noch einen zweiten Tag schaffen, wenn denn alles glatt geht. Was ja hier nie garantiert ist. Aber erstmal kriegen wir noch ein bisschen Story. Und einen neuen, Dings. Giant Tree Sap, Portray of Another World, Backward Clock. Ich weiß nicht mehr, was der Giant Tree Sap gemacht hat, aber nehmen wir den einfach mal. Dann lerne ich ihn halt kennen. Ease up your tension and just close your eyes. Yes, just like that. Make yourself as comfortable as possible, so that your mind finds itself comfortable too. It tickles, no? But just wait. Now fade away without a trace. Feel the water and air during the different seasons inside a different dream and a different body, forgetting and remembering everything. You've already become something. I don't know what it is, but I've already left for somewhere long ago. Please don't look for me. I will no longer be able to teach you. Bye. But Mr. A, please. I want to be part of the Cogito experiment. I'm all ready. I can prove it. Particles scattered across the floor are sparkling in the light. Kill me. Please kill me, A. I'm sorry. I'm sorry. Just as you commanded, I have written up the job application form for our cooperation. The reception is good. Everyone thinks that it's a new employment method that does not concentrate on just one's abilities. The number of applicants is projected to meet the initial calculation. The experiments are almost complete. We will soon hire people according to the order property you've stated. I've also arranged a meeting with Time Trek. Are you thinking about those who have left you? Well, it seems you did all right. Looks like you're not as useless as they say. Hab ich die Quest abgeschlossen? War ich so schnell? Try not to overdo it though, okay? Manager, you've accomplished quite a few things already. What you've already gotten through will have lengthened the lives of our employees by at least some degree.
So you should hopefully be satisfied now. It's not that I can't see from your point of view. You came to Lobotomy Corporation, and you probably want to put forth your best effort to mold this place into something better. But this place is just like a cup of coffee gone cold ages ago. I get that it's a strange comparison, but that's so it is for me. It'd be better off for all of us in the end if I were to at least feign our noble and benevolent posture now, wouldn't it? The same goes for you, manager. I said it before, there's no need to invest your emotions and effort into such drivel. I'll ignore that, or I'll have to rebuke. I have to rebuke you there. All right, suit yourself, Mr. Passionate. I will say that I'm curious how long that fire in your heart will last. I'll get going now. I'm actually quite busy, even though I seem relaxed. Lady Angela, please have a look at this. I spent the whole night researching an efficient method to improve the welfare of our employees. That's funny. Just look who's talking. Oh, you did better than expected. How about we raise the bar a little? I expect you'll do a great job just like before. Go finish the day within the lot. Noch schneller wahrscheinlich. Eieieiei. Naja, erstmal ab ins Disciplinary Team. Aber das wäre dann vielleicht sogar ein guter Punkt, einfach mal durchzurushen, die Quest fertig zu machen. Wir müssen den Tag ja sowieso schnell beenden. Die neue Abnormality ist ja nicht neu, wir kennen sie ja schon und wir können hier etwas aussuchen. HPN Bullets. Menagerie Bullets with the capability to heal physical damage. These bullets, manufactured thanks to our nanotechnology agreement with K Corporation, can speed up the body's recovery. SBE Bullets. Okay, die hier das andere. Oder wir haben eins, das beides recovered, aber wahrscheinlich nicht so viel. Ja gut, wir nehmen erstmal die SP Bullets, weil ich hab's nicht so häufig, dass jemand mir wegstirbt. Das ist mehr so. Ich stelle mir das mehr so vor, wenn jemand durchdreht, kann ich ihn aus der Panik zurückversetzen, indem ich ihn einfach ein paar Bullets in den Schädel jage. Das klingt ein bisschen wirr, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Wir haben auch noch die Quest mit Suppress 5 WAW Abnormalities. Won't be happening. Das haben wir auch noch nicht verwendet. Was macht das denn nochmal? Subjects who consume giant tree sap instantly recover physically. Furthermore, they will continue to heal over time. Certain subjects who consume giant tree sap were found to suffer a side effect. Those who endured this side effect exploded and died within 20 to 30 seconds after consuming giant tree sap. Okay. Ja, ich weiß, warum ich das nicht so häufig benutzt habe. Das könnte man am Ende eines jeden Tages einmal benutzen, wenn ich dran denke. Aber naja, wir werden sehen. Ja. Ich würde einfach mal sagen, Beginn Management. Wie viel Zeit haben wir? 12 Minuten. War das vorher nicht weniger? Naja, wir rushen trotzdem einfach mal durch. Kommt uns ja allen zugute. Und, wir machen hier erstmal oben einen Instinkt von Michaela. Hier unten brauchen wir eigentlich nichts mehr machen. Können wir noch die beiden Guidelines anlocken? When the web result was bad, the Clifford Counter lowered with a high probability und the King of Greed's behavioral pattern. The King of Greed? Sie hieß doch vorher Magical Girl. What? Whatever. The King of Greed behavioral pattern is to engulf anything that lies in her path when escaping. When suppressing her, please pay attention to which direction the abnormality is moving. Ja, das ist, glaube ich, die, die wir am ehesten suppressen können, aber es wird sehr lange dauern. Und, ja gut, jetzt mit der einen können wir es eigentlich nicht mehr machen. Sie hat eine LF-Waffe. Die könnte man überlegen, sich zu holen, aber dauert ein bisschen, bis wir da hinkommen. Ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall etwas höhere Success Rate, da wir alles über sie herausgefunden haben. Wir machen mal weiter hier ein Attachment und gucken mal, dass wir drei Leute direkt wegexekuten. Und ansonsten gilt es einfach nur, möglichst viele Punkte zu sammeln. Möglichst schnell, möglichst viele. Wir haben hier alle Repression Level 5, das heißt, wir können von hier noch welchen nehmen.
Justin, geh du doch einfach mal und mach da eine Regression. Mika, geh wieder zu deinem Zug. Und wie gesagt, ich booste jetzt einfach durch den Tag durch. Eugene hatte kein Level-Up, obwohl der so häufig mit einer HE-Abnormality gelevelt hat. Das ist erstaunlich. Naja, wir müssten eigentlich auch direkt zum ersten Meltdown kommen. Das geht ja immer schnell. Wen haben wir denn da im Meltdown? Das ist einmal Schadenfreude. Das kann man ganz leicht erkennen. Und ansonsten... Hier drüben irgendwas? Ich will jetzt halt auch nicht zur Schadenfreude gucken. Das Problem ist, die Outline von der Dings ist nicht gerade sehr groß. Anscheinend der Zug. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Können wir gleich machen, wenn da ein paar Punkte drin sind. So, dann können wir schon mal wieder drei Employees exekuten. Eins, zwei, drei. Und dann kann Mika einmal den Zug benutzen. Und wir können die Leute auch gleich wieder direkt überall reinschicken. So, Schadenfreude ist ja auch noch in einem Meltdown. Ja, Destiny, geht da mal wieder rein. So, und jetzt ist der Perfect Shooter. Da können sich die Leute auch direkt drum kümmern. Und wenn wir irgendwo Employees haben, die in Lebensgefahr schweben sollten, können wir uns da auch drum kümmern. Ja gut, hier oben ist das Problem, da ist gerade niemand da, aber... So, hier ist auf jeden Fall schon mal eine rote Bullet angebracht. Hier, du kannst hier hochgehen. Hier ist eine Execution Bullet angebracht. Sowieso auf den dreien hier unten. Damit haben wir schon mal das Welfare-Team aus dem Weg. Wir kriegen nun, diesmal blaues Nun. Jetzt werden wir echt mal sehen, was es ist. Hier könnt ihr euch drum kümmern und eine rote Bullet für dich. Hier kann sich das Disciplinary-Team drum kümmern. Und rote Bullets für euch. Müsst ihr da eigentlich genug aushalten mit jeweils einer Bullet, will ich doch mal hoffen. Das Training-Team kümmert sich schon drum, ne? Das ist dann nur das Control-Team, was... Wobei hier vielleicht noch unten... Ja, ich glaube, hier ist noch niemand. Da könnt ihr beide mal hingehen. Und ihr kriegt auch noch rote Bullets. Und wenn das Safety-Team hier oben fertig ist, können sie hier rüber. Und du kriegst da auch noch eine rote Bullet. Ich weiß nicht, ob du das aushältst, aber... Ihr seid natürlich so ein bisschen tankiger da oben. Los. Mika, kümmere dich um den Zug. Hier ist tatsächlich noch jemand im... Welfare-Team, aber nicht infiziert, interessanterweise. Naja. Hier unten machen wir eine Repression und noch mehr Repression hier von Justin von mir aus. Hier oben können wir bei dem mal gucken, was es am liebsten hat. Ich glaube, Instinct ist schon ganz gut, ne? Attachment auf keinen Fall und bei den anderen müssen wir erstmal gucken. Instinct ist auf jeden Fall high. Also, Michaela, geh da nochmal rein. Du bist voll geheilt, das ist gut. Kannst du das auch? Hier können wir eine Repression ausführen. Und ist eigentlich egal wem. Wir schicken nochmal überall Leute hin. Und dann bin ich ehrlich gesagt mal gespannt, was nun wird. Ich weiß nicht, ob wir dann so absolut ausrasten sollten. Vielleicht erstmal den Balken füllen und dann ein bisschen vorsichtiger agieren, weil ich habe ja auch keine Ahnung, was da abgeht. Ich meine, wir haben ja grundsätzlich genug Zeit, würde ich einfach mal behaupten. Aber ja, wir schicken trotzdem jetzt mal weiter Leute hier rein. Bisschen aufgefüllt muss es ja werden. Ich glaube, jetzt müssten wir... Wir können hier oben noch wen reinschicken. Das ist schon... Das Sweepers? Ich meine, es ist ja nur Nun, ne? Was heißt nur, aber... I don't know, mir wäre hier wie... Harmony of Skin lieber gewesen. Das Punishing Bird hier gerade noch unterwegs, das macht mir Sorgen. Ich hasse das immer, wenn es da ist und dann, wenn man irgendwas anderes angreift. Gefällt dir nämlich meistens nicht so sehr. Wo sind denn noch Sweepers? Hier drüben nicht oder sind die nur in irgendeinem anderen Raum? Naja, hier unten kann dann auf jeden Fall mal das untere Central Command Team hin.
da ich ja sonst keine hier sehe. Es sind nicht in jedem Department welche. Das heißt, das Training-Team kann dem Information-Team mal zur Hilfe kommen. Was machen die denn für einen Schaden? Black. Okay, die haben es schon mal geklärt. Oh Gott, Firenze. Du kriegst auf jeden Fall mal auch ein bisschen Schutz. Hier oben, ihr kriegt am besten auch mal ein bisschen Schutz. Punishing Bird ist immer noch unterwegs, das heißt, ihr müsst da alleine klarkommen. Mika, okay, Mika ist ein bisschen weit weg. Paulinus, benutzt du einfach mal den Zug. Hier unten sind noch welche. Sind auf jeden Fall gerade mehr als drei, ja. Mehr als drei Employees sind auf jeden Fall gestorben. Ihr habt sie besiegt, das heißt, alle außer Firenze könnt mal hier runtergehen. Training Team bitte. Ne, nicht Training, Safety Team. Der Firenze, der geht's nicht so gut, der kann woanders hin und ihr kriegt hier unten mal noch einen Schutz. Und das Training Team kann hier hoch zum Control Team. Und denen mal ein bisschen helfen. Das Information Team an sich auch. Kann mal von der anderen Seite kommen. Zumindest die beiden hier, denen es noch ein bisschen gut geht. Das ist auch ein Schutz. Der hält nur leider nicht so lange. Ja gut, damit hätten wir die auch geklärt. Das ist sehr schön. Punishing Bird ist in seine Zelle gegangen, auch wunderbar. Wir haben noch 6 Minuten, sollten wir schaffen, gar kein Problem. Wir können hier über das Ding noch ein bisschen herausfinden, würde ich einfach mal behaupten. Es ist tatsächlich Instinct das Beste, was man machen kann, neben Repression. Repression ist, das ist beides high. Hier kann ich nichts draus entnehmen, was da abgeht. Na gut, dann wendet euch mal weiter euren Aufgaben hier zu und wir hoffen, dass das Vieh da unten rechts nicht ausbrechen wird und sonst auch nichts mehr passieren wird. Wir kriegen einen nächsten Meltdown. Das ist einmal hier unten beim Zug, das ist ja gar kein Problem. Und bei dem Kreuz, das könnte ein Problem sein, müssen wir mal schauen. Unsere LF-Abnormality, wunderbar. Und hier vorne sind auch noch zwei. Wir wissen, hier dürfen wir keinen Insight machen. Und beim Teddybären müssen wir mal gucken, ob wir da überhaupt wen reinschicken. Aber ich würde mal sagen, ja. Vielleicht Gregory oder so. Oder Anthony. Anthony kann da hin. Hier oben machen wir einen Instinct. Von Michaela, du schaffst das schon. Das Buch muss benutzt werden. Das kann Eugene einfach mal übernehmen. Und das Schaf kann nochmal behandelt werden von Noah. Hier oben ist immer noch ein Employee. Den schaffen wir mal eben aus dem Weg. Ja, wir müssen hier unten noch jemanden reinschicken wieder. Das sollte aber auch kein Problem sein. Das kann gerne Justin nochmal machen. Mika kann nochmal den Zug bedienen. Frank kann einmal hier zum Dings. Das lässt Punishing Bird ausbrechen, aber das ist nicht schlimm. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Ja, Frank darf jetzt nicht zu lange da am Kreuz rumsitzen. Das sollte kein Problem sein. Punishing Bird rennt nur rum, aber das ist auch nicht so schlimm. Ja, Frank, komme da mal raus. Dann lassen wir mal einen noch dieses Sap-Ding hier benutzen. Paulinus. Und dann beenden wir den Tag. So. End Day. Proceed to next day. Damit haben wir eine Quest abgeschlossen. Haben das Ding noch einmal benutzt und haben einiges herausgefunden. Und es ist niemand gestorben. Es ist wunderbar. Tag 35. Heute läuft alles wie am Schnürchen. Good morning, X. Based on your reaction, it seems that the synchronization is complete. I can now tell what moment you're reminiscing about just by looking at your expression. I also happen to know that the process always ends with the same expression and tears.
You're a prisoner. You locked yourself inside this prison without bars. However, the key has always been in your hands. My role was to correct you whenever you made a wrong decision. Now I'm quite tired of it. I don't understand why you choose to repeat the cycle, nor do I know what kind of results you hope to achieve while slowly killing yourself. Frankly, I don't really wish to know. But in this moment, while you hold the fragments of when you once were A, I would be ever so glad if you stopped this cycle now. I should change my greeting as well. It was getting tedious. Hello, a new A. I give you a warm welcome back to your Lobotomy Corporation. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir A sind. You've done it yet again. Lady Angela must have showered you with praise for your work, right? Your efforts will contribute to shaping this place into something better. He speaks with a sarcastic voice of dignity. Such glorious yet boring platitudes. I'm a sail of hate, a burning passion in the past. Being responsible for a whole department, how charming is that? Hadn't even acquired a taste for coffee back then. Should I say I developed a taste after learning the bitterness of life? Or rather, I didn't feel like sleeping anymore. Of course, none of the Sephiroth need to sleep at all. But it's for the mood, you know? One time, I even insisted on managing the abnormalities myself. I thought that only allowing employees on the field was plain ridiculous. Seems pretty absurd to look back on it now. You must be asking yourself, why have I become like this? Your guess is as good as mine. Lady Angela, please have a look at this. I spent the whole night researching an efficient method to improve the welfare of our employees. Chest, what did you write up this time? I told you that this will change nothing. And please, just look it over. This does have a statistically proven impact, and it even costs less. This will be beneficial for everyone. Listen, Chest. No matter how strongly you insist, using machines in place of human employees will never happen. And why is that? I've explained it to you before. It won't replace humans entirely. Simply those who take place in dangerous jobs. It's clear that it will benefit everyone. The casualties caused by abnormalities will be lower too. How many times do I have to repeat myself? No, the first time, and now yet again. Return to your post and finish your work. I'll never give up on this. I swear to you that you will like the plan in the end. I'll keep developing and furthering it. And I'll continue to show you again and again, no matter how many times I may have to. Regarding the incident where the escaped abnormality wiped out all 8 of your team. A few of your employees have made the suggestion to temporarily close down that part of the corridor. There are parts that still have yet to be disposed of. Alright, I'll order it to be blocked and have them take detours. Manager, you heard what she said, right? I need to get going. Told you I'm busy. It'll be alright. Hey now, don't give me a look like that. It was bound to happen sooner or later. Truly, that abnormality had knocked them out before disintegrating them. I'm sure it was a painless death. Preventing accidents and mopping up after whatever passes is always up to us. Finishing up the work day quickly means we get just a bit more time to mop up everything. Goal, finish the day within the allotted time limit schon wieder. Ah, immer diese Speedruns. Ich bin nur froh, wenn ich die Quest fertig habe, bin ich damit durch. Aber naja. Ich meine, wir könnten... Es würde nicht zum Speedrun passen, aber wir könnten versuchen, eine Core Suppression anzugehen, weil... Ich glaube, wir wissen jetzt mit den Abnormalities da umzugehen, das läuft ganz gut. Wir machen mal die HP und SP Bullet Refining.
Achso, das recovert gar nicht beides, das erhöht nur die... wie sehr es sich hielt. Ja, machen wir trotzdem mal. Können wir hier drüber noch irgendwas herausfinden? Ja, wir können die Basic Informations herausfinden. Es ist Mountain of Smiling Bodies. Das ist wunderschön. Das Ding ist ja nicht wirklich gefährlich, es sei denn, es sterben Employees, weswegen ich da extrem aufpassen muss. Aber wenn, keine Ahnung... Ich stelle mir gerade wieder vor, wenn Purple Noon kommt. Was soll ich tun? Es wird ausbrechen. So viele Execution Bullets habe ich nicht. Naja. Also Purple Noon ist gleich wahrscheinlich automatischer Fail, weil das Ding wahrscheinlich auch unbesiegbar ist oder so. Wir werden es sehen. Aber ja, nächstes Mal eine Core Suppression könnten wir versuchen anzugehen und mal schauen, was das so bringt. Ob wir das mit dem Speedrun kombinieren können. Keine Ahnung, werden wir sehen. Aber naja, machen wir ja erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin. Bye, bye.